Hallo, heute zeige ich euch, wie man den Neigungswinkel einer Ebene berechnet. Wenn man eine waagrechte Ebene um eine bestimmte Achse kippt, dann entsteht hier ein Neigungswinkel Alpha. Dies ist der Winkel, der angibt, wie steil diese Ebene ist. Um diesen Winkel Alpha auszurechnen, betrachtet man am günstigsten den normalen Vektor der Ebene. Ihr wisst ja, der Normalvektor ist ein Vektor, der immer orthogonal im rechten Winkel auf dieser Ebene steht. Im Fall einer waagrechten Ebene, also hier in der XY-Ebene, zeigt dieser Normalvektor genau in Z-Richtung senkrecht nach oben. Kippen wir nun diese Ebene um einen bestimmten Winkel Alpha, so sehen wir, dass der Normalvektor ebenfalls um denselben Winkel Alpha kippt. Und diese schöne Eigenschaft des normalen Vektors machen wir uns jetzt zunutze, um diesen Neigungswinkel Alpha zu berechnen. Wir wissen nämlich, wie man den Winkel zwischen zwei Vektoren berechnet. Das war diese allgemeine Kosinusformel. Skalarprodukt zweier Vektoren geteilt durch die Länge der beiden Vektoren. Hier im Fall unserer beiden Ebenen müssen wir für a und b diese beiden normalen Vektoren einsetzen. Und bekommen so allgemein die Formel für den Neigungswinkel. Der Kosinus von Alpha ist das Skalarprodukt der beiden normalen Vektoren, also der waagrechten Ebene und der geneigten Ebene, geteilt durch die Länge der beiden normalen Vektoren. So, das ist die Formel, die ihr euch für den Neigungswinkel merken müsst. Jetzt stellt sich noch die Frage, woher bekommen wir diese beiden normalen Vektoren? Ganz einfach. Für die waagrechte, ungeneigte Ebene ist das ja die XY-Ebene. Da zeigt der normalen Vektor ganz einfach in Z-Richtung. Das heißt, wir können dafür einen Vektor ansetzen, der nur eine Z-Komponente hat. Zum Beispiel den Vektor 001. Wie man sieht, zeigt dieser Vektor nur in Z-Richtung. Welche Zahl hier steht, ist völlig egal. Wir könnten auch 002 nehmen. Das wäre dann eben ein normalen Vektor, der doppelt so lang ist. Es ist aber immer noch ein Normalvektor, weil er ebenfalls senkrecht auf der Ebene steht. Für die Berechnung des Neigungswinkels spielt die Länge überhaupt keine Rolle. In der Kosinusformel erkennt man das daran, dass hier durch die Länge ja sowieso wieder geteilt wird. Am einfachsten nehmen wir also den Vektor 001. Nun suchen wir den Normalvektor unserer geneigten Ebene. Beispiel, unsere Ebene soll heißen 1x plus 2y plus 3z gleich 4 in der Koordinatenform. Dann können wir ja an dieser Koordinatenform den Normalvektor ganz einfach ablesen. 1, 2, 3. Das ist der Normalvektor unserer geneigten Ebene. Die Zahl hier auf der rechten Seite der Koordinatengleichung spielt für die Neigung keine Rolle. Die würde nur eine Parallelverschiebung der Ebene in diese Richtung bewirken. Nun können wir für diese Ebene den Neigungswinkel Alpha berechnen. Wir nehmen unsere Formel für den Neigungswinkel her und setzen für n1 diesen Vektor ein und für n2 diesen normalen Vektor. Wir berechnen zuerst dieses Skalarprodukt n1 mal n2. 0 mal 1 plus 0 mal 2 plus 1 mal 3 ergibt 3 im Zähler dieses Bruchs. Dann kommen die Längen der beiden Vektoren. Die Länge von n1 ist natürlich 1 und die Länge von n2 mit der bekannten Wurzelformel Wurzel aus 14. Nun setzen wir alle Werte in diese Kosinusformel ein, bekommen Kosinus Alpha ist ungefähr 0,8. Nun wollen wir ja nicht den Kosinus vom Neigungswinkel wissen, sondern Alpha selbst. Das heißt, wir müssen diese Gleichung mit dem Kosinus hoch minus 1 umkehren. Arcus Kosinus von 0,8 ergibt ungefähr 36,7 Grad. Das ist dieser Neigungswinkel. So, das war ein schönes Beispiel dazu. Für Interessierte gebe ich jetzt noch ein paar zusätzliche Hinweise. Wir können uns mal folgende Situation anschauen. Man kann nämlich eine Ebene allein in der y-Richtung neigen, also der normalen Vektor kippt dann nur in y-Richtung, dann ist der Neigungswinkel hier vorne zu sehen. Wir können aber auch eine Ebene in der x-Richtung kippen, also hier entlang der x-Achse bewegt sich der normalen Vektor, dann ist der Steigungswinkel hier vorne zu sehen.
In Z-Richtung lässt sich eine Ebene nicht kippen, denn der Normalvektor steht ja bereits schon vollständig in Z-Richtung. Man kann aber eine Ebene auch in einer beliebigen schrägen Richtung kippen, so wie hier um diese Achse. Dann bewegt sich der Normalvektor so schräg nach vorne. Und der Neigungswinkel Alpha ist dann auch hier immer in Richtung dieser Neigung abzulesen und zeigt damit immer in Richtung der größten Steigung. Zum Glück müssen wir uns über die Richtung dieses Winkels keine Gedanken machen, denn diese Kosinusformel mit dem Trick dieser normalen Vektoren, der funktioniert in alle beliebigen Richtungen. Wir müssen uns gar keine Gedanken drum machen. Das Einzige, was man nicht tun sollte, hier vorne an dieser Stelle abzulesen, wäre nicht richtig, denn dieser Winkel Beta, das ist nicht der Neigungswinkel, der zeigt nämlich immer in Kipprichtung. Ja, und noch ein zweiter Hinweis, wenn sich zwei Ebenen schneiden oder gekippt sind, dann entstehen immer zwei Winkel, ein kleiner Winkel Alpha und ein großer Winkel Beta, die zusammen 180 Grad ergeben. Mit dem Steigungswinkel meint man immer den kleineren von den beiden Winkeln, den man aus dieser Formel hier bekommt. Sollte es mal vorkommen, dass ihr hier einen Winkel Alpha rausbekommt, der größer als 90 Grad wäre, dann braucht man ja nur 180 Grad minus den berechneten Winkel zu nehmen, dann bekommt man auf jeden Fall einen Winkel raus, der kleiner als 90 Grad ist. Oder eine zweite Möglichkeit, da der Kosinus von einem Winkel kleiner 90 Grad immer positiv ist, von einem Winkel größer 90 Grad aber negativ, kann man auch hier in diesem Skalarprodukt einfach den Betrag der beiden Vektoren nehmen, dann kommt garantiert hier etwas Positives raus und dann liefert die Formel immer einen Winkel Alpha, der kleiner als 90 Grad ist. Okay.